So, da sind wir dabei. Deadly Premonition, weiter geht's. Wir sind im Community Center Mercury Theater. Haben beim letzten Mal unsere Rede in Anführungszeichen gehalten, haben die Bewohner von Greenvale gewarnt, nicht im Dunkeln rauszugehen und vor allem nicht im Regen und so weiter. Und jetzt schauen wir uns mal hier die Carol an. Die kam beim letzten Mal zu spät. Ist die Schwester von Thomas, wie wir mitbekommen haben. Oh, Zigaretten. Starke Zigaretten. Sehr gut. Zigaretten können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Jetzt gucken wir mal, was wir so aus ihr rausbekommen. Sprechen wir sie doch einfach mal an. Anna was an airhead. What do you mean? Are you saying she was killed because she was an airhead? Or are you saying that she was an airhead for being killed? I'm sure she's still an airhead, even in heaven. She changed her hair every day. If she lost a pound, she'd be ecstatic. Gain one, and she'd almost be in tears. She broke many, many plates every day at the diner, and she'd always have a smile on her face, always having fun. Everyone looked at her and knew she was a cute, adorable, loving airhead. But they would be smiling right along with her. I wouldn't be surprised if the angel smiled with her too. Das sieht ein bisschen creepy aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Ha, hallo, Anna. Ich gehe da lang. Okay. Du magst keine Feen, was? Sie hasst Zelda hinterher. Was war das denn jetzt gerade? Wie hat sie mich denn hier abgewürgt einfach mal? Gut, das war jetzt ein bisschen strange. Aber auf jeden Fall hat sie Stilettos an. Das heißt, sie ist auf jeden Fall interessant. Jetzt nicht nur wegen Stilettos. Deswegen auch, von mir aus sehr gerne. Aber, ja, einfach wegen den Abdrücken, die wir auch an dem Baum gefunden haben, wo wir sie gefunden haben. Guck mal, hier sind noch weitere Suspects. Also, wir haben noch einiges zu reden hier. Was ist das? Irgendein Kriegsveteran? Wieso? Sieht ein bisschen aus wie Solid Snake, wenn ich ganz ehrlich bin. Der alte, Old Snake. War never changes. So you're the FBI agent, are you? Der General! Bergfrühling, bist du's? I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. I'm the General. I fought for my country in the Vietnam War. A real-life war hero. So why are you living here? Soldier, this is my hometown. After a man returns from war, there's no place to go other than his hometown. Your little speech, you mentioned the raincoat killer. Was that a problem? You imbecile. The raincoat killer's no myth, not mere folklore, not a fairy tale. It's based on actual events that happened in this town. It is. What? I'm interested. Can you tell me more about this? You kids today don't even know how to ask for something right. Soldier, if you want to hear more, you come to my office. Das Büro? He literally exudes raw power, Zack. Despite the credibility issues, we should give him a visit. One thing, though. He calls himself a general, but isn't that a sergeant's uniform? What? Darauf habe ich nicht geachtet. Deswegen bist du beim FBI und ich nicht. Trotzdem tragen wir beide Anzüge und sehen awesome aus. Ja, wer gewinnt jetzt? Ich weiß es nicht. Oh, hey, da ist Usher. Yeah. Hallo. Agent York, you make any progress? Bisschen so. Of course, plenty. Ja, absolut. Tell me, Usher, when is Anna's funeral? That's still undecided. Sally isn't really in any condition to do it right now. Her mother? I don't see her here. Anna was her sole reason for living after her husband was deceased. Well, she's probably huddled up at home. And I should probably take some time to pay her a visit. Well, yes, you should. And I'd appreciate it if you could, too. But don't go too hard on her, okay? Ich will nur mit dir reden. Nicht das, was du jetzt denkst. Okay, reden wir mit Fiona auch noch ganz kurz. Bei ihr ist das Reden nicht mal gelb, also es ist nicht mal wichtig, dass ich mit dir rede. Oh Gott. Hello again, Fiona. Good to see you here. Well, Dr. Johnson told me to be here. He said it would be important. Well, that was good advice.
He may be young, but he seems like a wise man. Oh, and he's a very hard-working person, too. Everyone thinks he's some kind of weirdo, but I don't think so at all. People don't understand why he's in the autopsy room all day, but I do. He's doing research to make the world a better place in the future. You know, he already made a fortune in LA with his career. I did not know that. What? You didn't? Oh, the doctor is a very rich man. He has a really big house over by the lake. Amazing, Zach. He must be loaded. Rich and young. A perfect combination. But you don't get that feeling from him at all, do you? He doesn't show it. That's one of the things I like best about him. Well, I could have been fooled if it weren't for you. Thanks for the valuable information, Fiona. Er denkt sich auch so, the fuck? Was erzählst du ihm da? Bitch! My money! Awkward silence. Okay. Das ist aber doch mal, die wollen aber doch mal voll Asche verarschen mit dem. Sorry, also ganz ehrlich. Reicher Typ, in LA Kohle gemacht. Ach, was weißt du nicht. Ein weiteres Suspekt. Was bist du denn für ein Kerl? Aber das ist auch in der Dartsbar. Sieht zumindest vom Hemd her so aus. Diesem Ding am Oberarm. I'm FBI Special Agent Francis. Kapitänsbinde. Please call me York. Kapitäns. Wesley, Bindchen. Owner of the gun store called Panda Bear. Oh. People around here call me the Gunsmith. Alles klar, Wesley. Snipes. Was there something you want? Verstehst du? Snipes. How do you make a living Waffe? From a gun store in a place like this? Yeah, shut up. Worry because there can't be that many customers. Worry gives a small thing a big shadow. Oh. I do gunsmith work in my shop, too. If you got the skills, the customers find you. All you need is a network. Something's wrong. Hier ist alles, was ich habe. Okay. Das ist wie, was? Was verkauft der Typ? Panda Bear? Naja, das ist ja nicht so arg viel, was du da dabei hast. Die Maschinenpistole habe ich ja schon. So eine Schrotflinte wäre nice. Nee, danke, gerade nicht. Ich hoffe, du hast Schusswaffen dienen zum Töten. Mir gefällt das genauso wenig wie ihnen. You've got quite a selection here. Naja. No wonder people come from all around. Even today, a customer paid me to go to Seattle for some help. I just got back. I see. Well, I'll be sure to visit your store sometime. I'd like for you to take a look at my gun. Understood. Look forward to it. The shop will be open again tomorrow. It's usually open from 2000 to 0600. See you then. Okay, abends offen, sehr, sehr gut. Werden wir auf jeden Fall mal vorbeigehen im Waffenladen, mal gucken, ob er vielleicht dort mehr hat, eine Schrotflinte oder so, wäre noch ziemlich cool. Oder wir können vielleicht an unserer Waffe sogar was noch verbessern, das wäre auch interessant. Das ist Olivia, mit der haben wir ja schon mal gesprochen. In dieser Sandwich-Bar, als sie mir nichts servieren wollte. Strange about Anna before the incident? Well, I'm not sure if this will be of any help, but... Anything, no matter how small, could be of help. Well, you see, the diner closes when it rains. Many shops do that around here, as you might have heard. Anyway, Anna always seemed unfocused the day after it rained, and came in late, too. It was almost as if she used up all her energy the day before. What? Come to think of it, that was really strange. Did that legendary monster really kill her? It wasn't a monster. Just a criminal. A criminal I'm going to catch and bring to justice. Es war kein Monster, sagt der Typ, der die ganze Zeit irgendwelche fetten Frauen sieht, die Limbo vor ihm tanzen, Teer aus den Augen läuft und so weiter. Ja, das war kein Ungeheuer. Absolut gar nicht. Nein, wer bist du eigentlich? Freund von Olivia, oder? I'm US Special Agent Francis York Morgan. I presume you are the owner of the diner that Anna worked at? That's right. Oh, das ist der Typ aus der Küche? Der uns da rausgeworfen hat? Wahrscheinlich. Ich weiß nicht mehr genau, ob er so aussah. I'd ask you a few questions about Anna Graham. Did you notice anything strange about her prior to the incident? Nick, are you hiding something? No, nothing. Bist du sicher? You sure? I'm sorry, but I don't like repeating myself. Der Typ kommt mir komisch vor. Der kommt mir ein bisschen komisch vor, wenn ich ehrlich bin. So, Wesley. Zwei weitere Suspects.
Du bist eigentlich, du bist einfach ein komischer Typ. Hey there, FBI. I'm Keith Ingram. Okay. Besitzer des Gemischtwarenladens. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. That's what everyone always calls me. Okay, York. No problem, man. So, Keith. I hear you run the Milk Barn convenience store. That's right, man. Rock and roll! Der Typ, Mann. You sell raincoats there by any chance? Yeah, but nobody ever buys them, though. Anyone who wears one of them, I say, just ain't a rocker. But you know, that scar of yours, now that scar rocks. This scar rocks? Now that's a new one. I'll drop by your store soon, and let's talk then. Yeah, cool, man. Rock on, FBI! Das war ein Typ, okay. Ja, der ist strange, aber irgendwie scheint er sympathisch zu sein. Von dem her gucken wir auf jeden Fall mal vorbei. Milk Barn, die gehört ihm. Schön mal die ganzen Leute auch kennenzulernen, die die Läden führen in der Stadt, um auch ein bisschen sich einzugliedern. Das hat auch irgendwas an dem Spiel. Yes, I'm Lily. Ah, okay. Lily Ingram. I'm FBI Special Agent... Agent York, right? You are good. A handsome special agent from the big city. The facial scar trademark. The way you introduce yourself. Everyone's talking about you. Well, I can't say much about the scar. But the way I introduce myself, Zach and I consider it a kind of ritual of sorts. Everyone has their own rituals. It's like always leaving the house left foot first. It's one of those things. You certainly are a funny one. Sie will unser Cock. Have you noticed anything strange or out of place recently? Well, Becky's been taking a couple of days off from work, but aside from that, I heard she was in shock after the murder. But... You think there's something else? Wie gucken die eigentlich? I took the boys along to see her today. She's always so kind to them, and they love seeing her too. But she took in the boys and told me to wait outside. Something about a special secret between just the three of them. I just couldn't understand it. Now that's interesting. Thank you, Lily. Okay. Perhaps we should give Becky a visit tomorrow, Zach. Becky also. So viele Leute, die wir überprüfen sollten auf jeden Fall. Den Totengräber, dann die hier da hinten vielleicht nochmal hier reingehen. Gerade bei Nick in sein Diner. Sollten wir auch nochmal vorbeischauen, das ist auch extrem strange. Dann Keith gehen wir auf jeden Fall vorbei. Wesley wollen wir auch irgendwann mal anschauen. Okay, wir haben auf jeden Fall viel zu tun. Sagen wir mal so, das ist meine Auszeichnung, alte Frau. Guckt die Sinne nicht so an. Wer ist eigentlich der Typ mit dem Topf? Oh, diese Frau. Du musst pinkeln, habe ich recht? Dann lasse ich dich warten. Ja, mit Polly muss ich jetzt erstmal nicht reden. Jim, aber hier haben wir noch zwei Suspects. Wer seid ihr beiden? What the fuck, wer seid ihr beiden denn? Okay. Hallöchen. Hey, good looking. Nice speech. Gina die Rose. Jacks Frau. And you are? Oh, I'm Gina. I'm married to Jack. He runs the gas station. Call me the Rose. You look pretty revealing. Oh, this old thing. You should see some of my other clothes. You? Oh, now you are cool. That scar really is a turn-on. You should come to my station. I'll give you a little extra service. Yes, yes. Great. I can't believe how expensive gasoline is nowadays. Some extra service would be great. Now, about my current case. Do you have anything on Anna? Have you seen anything suspicious? Oh, I don't know. Talk to my hubby about the difficult stuff, okay? Okay. This is getting us nowhere, Zach. Oh, das wird uns aber weiterbringen. Das wird uns viel tiefer ins Geschehen bringen, wenn wir da an die Tankstelle rangehen. Da bin ich mir sicher. Guck mal, ist das Jack? I ain't got nothing to tell the cops. Jack, der rasende Stier. Was will die eigentlich von so einem Typen? What about the FBI? Shut up. What the fuck? I'm Jack.
They call me Raging Bull. That's a manly nickname. You want info, it'll cost you. I only talk to Ben Franklin. You know, first impressions are important. I can detain you for a few days, and maybe you'll become more fun to meet. Zach, this is a waste of time. Let's go. Was für ein Arsch. Ich werde deine Frau sowas von rannehmen und ich werde dir Bilder davon schicken. So, jetzt können wir mal zu dir. Weh, du hast jetzt in den Topf reingepinkelt mittlerweile. Oh my. Ist ein bisschen verwirrt, die Alte. Streunerin, Sigourney. Die Topfdame. Hey, Mister. My pot is getting cold. You are... Who? What are you saying? I'm Sigourney. Sigourney. Okay. Sigourney, okay. Now, what is the matter? Can you explain? No time for chatting. I need to hurry. My pot is getting colder. Okay. Oh, you're useless. Zach, we've met all sorts today, but really, she takes the cake. Amazing. What the fuck? Sigourney also, ja? Ich würde sagen Crystal Meth. Mit meiner spitzfindigen FBI-Meinung. Hi, Polly. Mr. Morgan, you're quite an impressive public speaker. Dankeschön. Thank you, Polly. You reminded me a little of a play I saw when I was younger. What kind of play? I'm talking about back when this place was still called the Mercury Theater. Okay. When I was young, I used to come here often with my husband. God rest his soul. We'd come on the weekend to see the latest play. He'd always pretend to be uninterested. But I could tell he was excited inside. He was just one of those kind of guys, really, thinking about it now. Really, Polly? So what's your favorite play? Oh, well, I like so many. There was one in particular, but I can't recall the name anymore. Oh, it was a very famous one, too. Okay. By Shakespeare? Oh, Wir sollten auch mal unseren Spear shaken. No, nothing. One more bell that doesn't ring anymore. I've always been forgetful about the plays we used to see anyway. Oh, and my husband would get angry at me for forgetting what we saw. He'd go on for hours retelling what the play was about. His eyes were so sparkling, like a happy young boy. I see. So, what's your favorite play? Okay. Oh, I almost forgot, Mr. Morgan. We're going to have another guest soon. I have to get back and get things ready. Sorry for having to hurry away. I'll see you back at the hotel. Ja, das tun wir wirklich. Zach, I think she could embarrass the toughest of the FBI's interrogators. She successfully avoided answering my question, Zach. Amazing. Amazing für wen? Ich weiß es nicht wirklich. Okay, die komplette Bevölkerung dieser Stadt ist irgendwie ein klein wenig strange. Also da gibt es wirklich ein paar, die wir uns auf jeden Fall ein bisschen näher anschauen sollten. Ich speichere jetzt erstmal ganz kurz hier an diesem glücklicherweise da hängenden Wählscheibentelefon. Ich hoffe, die haben keine 0 oder eine 9 drin, sonst boxe ich die. Komplette Scheibe einmal rumdrehen, furchtbar. Okay, auf jeden Fall das Community Center. Wir haben auch rausgefunden, dass es Mercury Theater früher hieß. Deswegen steht es in Klammern dahinter. Jetzt wissen wir das auch. Hier hätten wir noch Jim, mit dem reden wir vielleicht auch nochmal ganz kurz beim nächsten Mal. Aber ansonsten würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut rein und wir haben viel zu tun beim nächsten Mal auf jeden Fall. Viele neue Leute kennengelernt dieses Mal. Gucken wir mal, was die sonst noch zu erzählen haben. Bis dahin, haut rein.